Wenn auch du wissen möchtest, wo ich gerade bin, was ich gerade tue und was Authentizität mit Live-Videos zu tun hat, dann bist du heute hier richtig in diesem Unterwegs-Morning-Call von Markus Mitka aus Köln. Hallo ihr Lieben, hallo die, die sich das jetzt anschauen. Markus ist unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so hell bin, ob das hier blendet. Ich glaube, so geht's besser, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Chat sehen kann. Den kann ich nämlich doch. Jetzt kommt da langsam was. Hallo ihr Lieben, Markus ist unterwegs. Das Thema heute: Authentizität und Videobeiträge. Oder andersrum, Videobeiträge, Klammer auf, Authentizität, Fragezeichen. Was meine ich damit? Immer wieder bekomme ich die Frage: Markus, soll ich eigentlich auch Live-Videos machen? Was soll ich eigentlich tun? Ich finde, alle machen Live-Videos, ich muss auch Live-Videos machen. Und darüber möchte ich heute drüber sprechen. Ist das wirklich so? Machen wirklich alle Live-Videos? Ist es wirklich so, dass du das auch machen musst? Wenn du es machen musst, was musst du tun? Wenn du es tust, wie musst du es tun? Was darfst du tun? Was darfst du nicht tun? Darfst du das tun? Darfst du aus der Flasche trinken? Darfst du so sein, wie du willst? Darfst du jetzt hier im Auto sitzen mit der Lampe? Ich fahre übrigens nicht, ihr seht, ich stehe am Rasthof. Darüber geht's heute. Ich fange mal ganz vorne an. Nee, bevor ich anfange, darf man sich versprechen? Darf man mal was anderes sagen, als man vorher geplant hat? Wir werden umziehen, ihr Lieben. Wir ziehen um. Wir planen einen großen Umzug. Und wir ziehen um von diesem Markus Schulten Privatprofil auf das Profil Networker Herzblut, eine Fanpage, also eine Unternehmensseite von Facebook. Das heißt, ich warte jetzt ein paar Tage ab, bis ihr dort alle euch registriert habt. Und wer sich dort nicht registriert, wird in Zukunft auf die Morning Calls verzichten müssen. Aber das Registrieren ist ja freiwillig. Ihr müsst ja einfach nur auf die Seite gehen und sie abonnieren und am besten dann auch sagen, als erstes anzeigen. Und dann haben wir die gleiche Logik wie hier, nur ich habe die Möglichkeit, mit euch etwas anders zu kommunizieren. Ich kann ein bisschen mehr Funktionen nutzen auf einer Facebook-Seite. Und da wir ja diesen Kanal Networker Herzblut und auch das Produkt Networker Herz und unsere Produkte immer mehr verbreiten wollen und wir merken einfach, dass die Reichweite hier auf diesem Privatprofil überhaupt nicht ausreicht. Ja, früher habe ich zwischen 2.000 und 5.000 Aufrufe gehabt bei Videos und jetzt kommen wir gerade mal, wenn wir Glück haben, auf 250. Das heißt, ihr hättet es natürlich auch in der Hand, das zu verteilen, das weiterzugeben, aber es passiert halt mehr durch mich selber und wir haben kaum Wachstum hier auf diesem Kanal. Deshalb werden wir umziehen und wir gehen zu Networker Herzblut auf Facebook Networker Herzblut. So, also geht dorthin, registriert euch da, beziehungsweise da sind, ich habe alle Beiträge, die es bis jetzt gibt von diesen 90 Tagen, sind dort schon hochgeladen, das habe ich gestern gemacht. Das heißt, ihr könnt auch da mal nachschauen, was es gegeben hat und deshalb bitte jetzt sofort oder gleich nach dem Call auf Networker Herzblut gehen bei Facebook und den Kanal abonnieren und als erstes anzeigen. So, Authentizität und Videos. Musst du Videos machen? Ich kann dir ein Buch empfehlen. Das Buch ist von Gary Vaynerchuk. Kann man vielleicht nicht so gut merken, aber der läuft doch unter Gary V. Gary V für V ist V-E-E, das ist das Englische, wenn man nur ein V ausspricht, heißt das V. Und Gary V hat ein Buch geschrieben vor 10 Jahren und das Buch heißt Hau rein oder auf Englisch Crush it. Und in diesem Buch schreibt er über Self-Branding. Es geht also darum, einen eigenen Auftritt zu haben, eine eigene Marke zu sein, selbst zu sein. So, und er redet über das 21. Jahrhundert, wohlgemerkt vor 10 Jahren. Das Buch ist brandaktuell, also ich würde es auf jeden Fall an eurer Stelle hören oder lesen. Und ich habe das schon ein paar Mal empfohlen und die Empfehlungen, die Reaktionen, die zurückgekommen sind, sind fantastisch. Das heißt also, Gary Vaynerchuk, Hau rein auf Deutsch oder Crush it auf Englisch als Hörbuch oder als Deutsches. Wer Englisch kann, bitte nehmt das englische Hörbuch, weil er das selber spricht. Und er geht ganz häufig off-topic, also off-script. Das heißt also, er erzählt Dinge, die nicht im Buch stehen.
Und die sind zum Teil hin, ich würde mal sagen, das sind ungefähr 10% extra Know-how, die du bekommst, wenn du das englische Buch hörst. So, und in diesem Buch sagt er, du bist deine eigene Marke und du musst halt für dich entscheiden, was liegt dir? Liegt es dir zu schreiben, Blogs zu schreiben? Liegt es dir, ach guck mal, die erste, man hat mich empfohlen, mein Networker, Herzblut, Gabriele, vielen Dank. Das macht es natürlich richtig rund, wenn ihr auf Networker Herzblut geht, abonniert und dann noch eine Empfehlung schreibt und dann noch sagt, der Markus macht das, ja, ihr könnt ja entscheiden, wie, was ihr da schreibt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es gut findet. er sagt also, du musst entscheiden, was du möchtest. Möchtest du einen Blog schreiben? Möchtest du eigentlich nur konsumieren und mit anderen Menschen agieren, in denen du Kommentare gibst? Oder bist du vielleicht jemand, der tatsächlich sich auch per Video mitteilen kann und möchte? Solltest du jemand sein, der sich per Video mitteilen möchte und das auch kann, dann sind wir heute hier in diesem Thema richtig, weil die Frage ist, kann ich das, will ich das, muss ich das, brauche ich das? Also erstmal ist es wahrscheinlich so, dass du in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, und du bewegst dich wahrscheinlich in dem Umfeld von Network Marketing, dann das Social Media im Network Marketing, und du siehst so viele Leute, die live gehen, und ich glaube, dass das ein getrübter Blick ist, weil du bewegst dich in einer kleinen Welt und nicht alle Menschen gehen live und die wenigsten Menschen gehen live. So. Live, mit Live-Videos. Es gibt ja auch Videos, die man aufnimmt und hochlädt. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube erstmal als erster Hinweis, dass das Live-Video leichter ist. Das hört sich im ersten Moment paradox an, weil die meisten Menschen sagen, ach, ich traue mich das nicht, wenn ich mich verspreche. Wenn ich Videos aufnehme und ich weiß, dass sie danach geschnitten werden, verspreche ich mich um ein Vielfaches mehr. Wenn ich live bin, arbeitet mein Gehirn komplett anders. Wenn ich live bin, konzentriere ich mich anders. Wenn ich live bin, mache ich andere Sätze, baue ich andere Sätze. Wenn ich live bin, ist es mir auch egal, ob ich mich verspreche, ob ich Durst habe, ob ich was neu formulieren muss. Ich lache zwischendurch. Das würdest du ja niemals in einem aufgezeichneten Video machen. Deshalb sage ich dir, das Live-Video ist leichter. Tipp 1. Mach nur dann ein Live-Video, wenn du was zu sagen hast. Das Video ist kein Selbstzweck. Es geht bei dem Video nicht darum, dass du ein Video machst, sondern es geht darum, dass du irgendetwas gerade erlebt hast. Das kann privat sein, das kann ein geschäftlicher Tipp sein. Und da es deine persönliche Marke ist, gibt es so die Regel, mache 70 bis 80% Privates und mache 20 bis 30% Geschäftliches. Du kannst auch nur Geschäftliches machen, aber die Menschen interessieren sich in der Regel nicht für deine geschäftlichen Ambitionen, sondern das ist so, man nennt das den Big Brother Effekt. Jeder guckt halt gerne mal in das Leben von anderen Leuten rein. Das ist übrigens der gesamte Erfolg von Social Media, wenn Social Media ist nur deshalb so erfolgreich, weil halt die Leute den anderen beim Leben zugucken. Und wenn du bereit bist, ein bisschen was von deinem Leben preiszugeben, und du kannst das ja auch steuern, dann bist du bei Social Media schon mal ein Stückchen weiter, dass du sagst, okay, könnte was für mich sein. Also mach etwas, was interessant ist, weil du musst halt dir vorher die Frage stellen, was hat der andere davon, sich das jetzt anzugucken? Ja, ich habe halt mit den Morning Calls immer eine Botschaft. Heute spreche ich über Videos und gebe dir, sag ich mal, so 6-7 Tipps, wenn du Videos machst, die vielleicht für dich wichtig sein können. Und ich versuche mir jeden Tag, oder ich habe jeden Tag ein Thema, sonst mache ich mein Gerät nicht an. Und wenn du das tust, solltest du genauso klar sein, wenn du den Geburtstag, wenn du eine Geburtstagsfeier für deine Tochter vorbereitet hast, für dein Kind vorbereitet hast und du das wertvoll und wichtig findest, dann kannst du darüber ein Live-Video machen. Aber du solltest dir die Frage stellen, was will ich sagen? Du kannst zum Beispiel sagen, schaut mal hier, wie ich dekoriert habe, schaut mal, ich habe für die Kinder den Kuchen gebacken, wir kriegen gleich 14 Gäste, wir haben für die Kinder, die kommen, alle so ein kleines Mitbringsel, die nehmen alle ein kleines Malbuch und ein paar Buntstifte mit nach Hause und das haben wir vorbereitet und wir sind ganz aufgeregt und schaut mal hier, mein Kleiner hat total mitgeholfen und der wird heute 7 und es ist so, weißt du, das ist etwas, wo die anderen Leute sagen, ach wie süß, wie schön, die machen Geburtstagsfeier und viel Spaß und dann kommen Kommentare dazu. Dann hast du eine Botschaft. Jetzt kommt die Frage, darfst du in dieser Botschaft authentisch sein? Darfst du, nochmal gleiche Thema, ich muss nämlich gerade wieder trinken, weil ich habe kein Glas dabei, ich bin jetzt unterwegs, das hier ist meine Flasche, da ist warmes Wasser mit Zitrone drin, darf ich das jetzt trinken? In meinem Video. Ja klar darf ich das trinken, weil wer das nicht will, der soll auch bitte schon abschalten. Du musst Selbstbewusstsein haben, wenn du ein Video machst.
du musst dir darüber im Klaren sein, dass deine Botschaft für andere wichtig ist und dann hast du auch ein Standing oder ein Sitting. Und wenn du eine Botschaft hast und dich dann frei fühlst, du kannst, wenn du dieses Video für deinen Kindergeburtstag machst, du kannst rumlaufen. Natürlich würde ich versuchen, dass die Kamera nicht die ganze Zeit hin und her wackelt, dass den anderen schlecht wird, weil du das sozusagen nicht ruhig hältst. Aber du kannst dir die Frage stellen, wie sieht das für die anderen aus? Was möchten die anderen sehen? Was ist jetzt interessant für die? Du kannst die Kamera drehen, du kannst andere mit ins Gespräch holen. Aber diese Authentizität ist das Leben. Weil wenn einer durch dein Schlüsselloch gucken würde und würde dich heimlich beobachten, dann würde der dich ja auch so sehen, wie du bist. Und genau das sollen die Leute sehen. Und in dem Moment, wo du eine andere Person bist vor der Kamera, machst du es kaputt. Du machst es halt kaputt, wenn du sagst, ja, ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht und ach ja und nein, so bist du doch im normalen Leben nicht. Und deshalb sei authentisch. So, die nächste Frage ist, wie fängt man denn an? Es gibt da, die Amerikaner lachen sich immer über uns Deutsche kaputt, weil sie sagen, es gibt den German Approach, also den deutschen Ansatz. In der Regel macht der Deutsche Folgendes. Jetzt passiert Folgendes. Ja, mal warten, wer reinkommt. Ich guck mal, wer reinkommt. Wer kommt denn da? Vielleicht kommt ja gleich einer. Ich drehe dann immer schon durch und dann gehe ich schon wieder raus. Weil wenn ich sehe, Petra ist live, so und so ist live und mich interessiert das, weil mich diese Person interessiert, dann will ich einschalten und will was hören. Und der German Approach ist dann erstmal zu sagen, wenn dann Leute drin sind, ja, guten Tag, ich bin Petra und wir haben heute das und das und Petra stellt sich vor. Petra interessiert keinen, dass Petra sich vorstellt, weil Petra in der Regel bekannt ist bei den Leuten, die gucken. Weil ich möchte, wenn ich mir die Zeit nehme, wenn ein Stück meiner Lebenszeit drauf geht, dann möchte ich wissen, was bringt mir das. Aber wenn du sagst, heute spreche ich über den Kindergeburtstag, also wir haben, also heute ist der Geburtstag meines Sohnes und wir haben einen Kindergeburtstag vorbereitet und ich möchte euch kurz zeigen, was wir alles geplant haben und wie wir uns freuen und was Schönes. Ein Video kann ja durchaus mal 2 Minuten lang sein. Das muss ja nicht so wie bei mir so eine halbe Stunde sein. Heute wird es übrigens kürzer. So, deshalb kannst du dich trauen, das zu tun. Aber sag am Anfang, warum du dieses Video machst. Und du musst nicht am Anfang sagen, ich bin Petra Müller und heute ist schönes Wetter und heute ist Donnerstag, sondern sag den Leuten, wo es drum geht. Das ist das Allerwichtigste, weil dann können sie entscheiden, ob sie Lust drauf haben. Und überlege mal, du machst das Video in der Regel nicht für die Live-Zuschauer, sondern in der Regel sind es alles Leute, die sich das im Nachhinein angucken, Replay-Zuschauer. Und wie nervig ist das, wenn ich mir etwas anschaue und ich muss erstmal warten, bis Petra der Meinung ist, jetzt sind genug Leute da, sind, dass sie sich ergötzt, dass sie sozusagen die Gnade findet, zu ihrem Live-Publikum zu sprechen, weil jetzt inzwischen genug Leute da sind. Also ich nehme das so ein bisschen jetzt auf die Schippe, du weißt, wie ich das meine. Mach das Ding an und fang an zu quatschen und sag, worüber du heute reden willst. Hab ein Thema und nenn das Thema. So, dann sei authentisch, habe ich gerade schon gesagt. Du kannst dir die Nase putzen, du kannst dich versprechen, du kannst lachen. Was ich nicht tun würde unbedingt, ist sozusagen an die Tür gehen und mit dem Paketboten einen Flirt halten, während du gerade live bist. Ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Leute, ich muss mal eben unterbrechen, ich komme gleich wieder, dann machst du das zweite Video. Und man kann übrigens auch Videos, die einem nicht gefallen, wieder löschen. Das geht übrigens auch. Dann ganz, ganz wichtig. Schaut mal, es gibt einen großen Unterschied. Ich hoffe, wenn ihr mich jetzt anschaut und mir in die Augen schaut, dann habe ich das Gefühl, dass ihr mir in die Augen schaut. Also ihr habt hoffentlich das Gefühl, dass ich euch in die Augen schaue, weil ich in euer Auge gucke. Aber jetzt gucke ich nicht in euer Auge. Jetzt denkt ihr, mit wem redet ihr eigentlich? Weil, guck mal, da kommt ein Mann vorbei. Der sammelt hier Müll, der sorgt dafür, dass es uns gut geht, dass er alles schön ist. Also jetzt gucke ich euch nicht in die Augen. Singen ist auch nicht empfohlen. Ja, das ist richtig, zumindest wenn man es nicht kann. Ich gucke euch jetzt nicht in die Augen, weil ich jetzt selbstverliebt auf den Bildschirm gucke. Da muss ich hingucken. Merkt ihr den Unterschied? Das ist ein Riesenunterschied. Jetzt spreche ich mit dir und sage, du, ich habe folgenden Tipp für dich. Du solltest das tun und mein Kindergeburtstag und so. Und jetzt gucke ich auf den Bildschirm und gucke mich an und denke, ach, was hübsch bin ich und ich muss, ach, mache ich das auch alles richtig. Du bist nicht wichtig. Guck nicht auf dich. Guck die Leute an. Guck denen in die Augen. Deshalb ist die Kamera da, wo die Kamera an deinem Handy ist. Das ist für dich wichtig. So, du kannst, du musst klar sein in dem, was du sagst, aber bleibe halt authentisch und mach dich nicht verrückt. Irgendwann musst du zum Ende kommen, bedank dich,
hab sozusagen einen roten Faden in dem, was du sagen möchtest. Man kann sich auch Notizen machen und du kannst auch auf den Zettel gucken. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass du, finde ich, dir die erste Frage stellst, möchte ich das überhaupt? Ist das überhaupt in meinem Habitus? Also ist das so eine Sache für mich? Das zweite ist, bringt mir meine Authentizität irgendwie, passt die zu mir? Und jetzt, und das nächste ist, wenn du was zu sagen hast, fang direkt an und mach den Point und sag, was du sagen willst. Jetzt ist noch ein ganz wichtiger Hinweis, den du jetzt sozusagen mal so, wo du ein bisschen drauf kauen kannst. Schau doch mal, was du gerne anschaust. Frag dich doch mal, warum schaust du dir die Live-Videos an, die du dir anschaust? Und alles das, was du da siehst, was du dir notieren kannst, was du sagst, ich finde es schön, das. Also du wirst irgendeinen Grund haben, warum du jetzt hier drauf bist. Setz dich doch mal hin, das musst du mir nicht mitteilen. Setz dich doch mal hin und sage, warum, was gefällt mir an dem Markus? Was gefällt mir an den Beiträgen? Warum gucke ich mir das jeden Tag an? Was ist es? Und alles das, was dir dann auffällt, was dir dann gefällt, das kannst du für dich übernehmen. Und das ist das, was dich authentisch macht. Das lässt dich frei sein. Das lässt dich die Frage beantworten, willst du das überhaupt? Und Katzenvideos. Und du hast die Möglichkeit. Das ist mich rausgekommen. Ich immer wieder. Das tut das nicht. Das ist ein Tipp. Lest die Kommentare nicht. Ich kann das nicht. Wenn ich einen Kommentar lese und dann lachen muss, dann komme ich raus. Aber ich freue mich, wenn ihr Kommentare gibt. Ich lese nur hinterher. Hier riecht es, als würde vor meinem Auto einer kiffen. Kennt ihr das? Diesen Kiffer-Kiffer-Geruch. Ich habe den Motor an, damit es nicht so kalt wird. Und irgendwie kommt hier gerade so ein... Wahrscheinlich steht hier an der Ecke einer und raucht gerade einen Joint. Ich werde gerade ganz high. Wobei ich denke mir, also schaut euch die Videos von anderen Leuten an, fragt euch, was euch gefällt und wenn ihr wisst, was euch gefällt, schreibt euch das auf und guckt, ob das euer Ding ist, ob ihr das integrieren könnt. Dann sind Live-Videos gut. Sie müssen nicht lang sein, sie müssen präzise sein, ihr könnt auch 4-5 Mal live gehen am Tag, aber passt halt auf, dass er euren Leuten nicht auf den Geist geht. Und wenn ihr keinen Content habt, wenn ihr nichts Inhaltliches zu berichten habt, ja, dann seid ihr halt einfach langweilig. Dann weiß jeder, du machst das eigentlich nur, weil du meinst, du müsst jetzt hier mitspielen. So. Nochmal der Hinweis vom Anfang, weil jetzt muss ich langsam weiterfahren. Wir ziehen um. Für die, die es vorher nicht mitgekriegt haben, wir ziehen um auf bei Facebook, auf Networker Herzblut. Such bitte die Seite, abonnier die Seite, geh dorthin, sag, dass du mitmachen möchtest, dann kann ich dich informieren, dann kann ich anders mit dir kommunizieren. Und ja, ich freue mich drauf, wir werden in ein paar Tagen umziehen und deshalb komm jetzt schon mal rüber. Du verpasst ja nichts, wenn du diese Seite jetzt einfach schon mal abonnierst, likest und sagst, als erstes anzeigen. Das finde ich gut. Ja, der Müllsammler war da, genau. Hast du ihn gesehen, lieber Andrea? Ach, noch ein kleiner Nachschlagtipp. Also das ist kein Tipp, das ist eine. Ich werfe eine Frage in den Raum, weil ich nicht genau weiß, was richtig ist. Es gibt da so etwas, was mich fürchterlich nervt, was aber für den Zuschauer gut ist. Wenn du mit deinem Publikum interagierst, indem du sagst, hallo Petra, hallo Claudia, hallo Klaus, hallo Detlef, hallo was auch immer und jeden begrüßt. Mir persönlich geht das fürchterlich auf den Geist, wenn die Leute das machen. Also wenn in Live-Videos das getan wird. Ich weiß aber, dass deine Audience, also die dir zuhören, das schön finden. Weil jeder sich freut, wenn er persönlich angesprochen wird. Ja, wenn ich jetzt sage, oh, hallo Petra, schön, dass du da bist, Umzug erledigt, super. Das freut Petra, aber es nervt halt im Moment 30 andere, die gerade zuschauen. Das heißt also, ich muss mir immer die Frage stellen, ist es für die 30, die jetzt gerade zuschauen, relevant? In dem Moment sind wir jetzt gerade 31 Leute. Oder ist es vielleicht für die Replay-Zuschauer relevant, dass ich der Petra guten Tag sage? Ist es nicht. Aber in dem Moment, wo man merkt, oh, ich werde vielleicht auch mal begrüßt, steigt langfristig natürlich auch so ein bisschen die Attraktivität, weil sich jeder freut, von der Person, die interessante Beiträge macht, auch mal persönlich begrüßt zu werden, weil dann das Ego gestreichelt wird. Da müsst ihr selber eine Entscheidung treffen, was ihr gut findet. Ich verzichte in der Regel darauf. Ihr habt das gemerkt, ich bin hier nicht so ein Begrüßungskönig. Hin und wieder schaue ich mal da drauf. Manchmal ist es auch so, dass ich das einfach gar nicht kann, weil ich nicht beide Sachen kann. Ich bin halt nicht die perfekte Frau, die Multitasking kann. Wobei, Frauen können auch kein Multitasking. Ihr glaubt das nur immer. Deshalb sage ich, lasst es am besten sein. Macht euer Video, zieht euren Stiefel ab, macht euer Ding, seid authentisch. Ihr könnt auch aus dem Fenster gucken, so wie ich jetzt gerade. Ich bin ja trotzdem bei euch.
Ihr könnt beim Spaziergang sein, ihr könnt unterwegs sein. Macht ein authentisches Video von euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wenn ihr es nicht habt, fühlt euch nicht verpflichtet. Keiner will es von euch. Zieht um, kommt zu mir, kommt auf Networker Herzblut von auf Facebook. Da ziehen wir in wenigen Tagen hin um. Und wenn ihr da nicht da seid, verpasst ihr die letzten 75 Tage, die noch kommen. Wir sind dann bei Tag 16, glaube ich. Und ich freue mich sehr, dass ihr zuschaut. Ihr Lieben, ich fahre weiter. Ich muss nach Uelzen. Nach Uelzen fahre ich. Das ist in der Nähe von Hamburg. Und das wird schön. Ich nehme ein neues Produkt auf. Es gibt ein neues Produkt, was wir demnächst auf Networker Herzblut zeigen werden. Ich gehe in ein Studio und mache 2 Tage ein neues Produkt für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Der Markus mit K sagt ciao. Kommt auf Networker Herzblut und bis bald. Bis morgen früh. Tschüss.